Am späten Donnerstagabend ist es auf der A27 etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Verden-Ost zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eins dieser Fahrzeuge hat Gefahrgüter geladen. Da war anfangs völlig unklar, wie viel und welche Stoffe. Es ist derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr ist derzeit immer noch dabei, die Gefahrstoffe zu bergen, damit die Autobahn dann irgendwann wieder freigegeben werden kann. Also nicht gekennzeichnete Gefahrstofftransporte stellen grundsätzlich ein Problem dar für die Feuerwehr, da nicht bekannt ist, welche Gefahren für die Einsatzkräfte vor Ort vorliegen und man somit immer von der höchsten Gefahr ausgeht. Und insgesamt von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst etwa 130 Einsatzkräfte hier an der Einsatzstelle. Das ist so viel, weil Gefahrstoffeinsätze sehr personalintensiv sind, da die Einsatzkräfte nur sehr kurz unter diesen Vollschutzanzügen arbeiten können. Das THW ist hier im Bereich der Stadt Verden im Gefahrguteinsatz ganz regulär mit eingebunden. Zum Wetterschutz der Kameraden sind hier Zelte aufgestellt worden, sowohl von der Feuerwehr als auch durch das Rote Kreuz. Eine Verpflegung bei einem über mehrere Stunden andauernden Einsatz ist notwendig. Die wird durch eine entsprechende Einheit der Feuerwehr der Stadt Verden gewährleistet.